Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Wir machen weiter in der Huawei Mate 20-Reihe, denn ich habe eine Goodiebox von den Jungs und Mädels von Huawei zugeschickt bekommen. Nein, das muss alles wieder zurück. Und da ist allerhand drin. Zum einen auch endlich mal ein Test-Sample vom Mate 20. Also nicht das Pro, was es ja in London gab, sondern jetzt den, was soll man sagen, kleineren Bruder. Da drin befindet sich auch noch der Wireless Charger mit dem dicken, fetten Power Output. Dann die Watch GT. Wobei ich auch sagen muss, dieses Watch, das ist eigentlich das vom Fitnessband der Nachfolger. Es ist keine Uhr. Ach, guck mal hier. Und da ist nämlich das Watchband 3 auch noch. Sehr schön. Ach, so viel. Ja gut, gut, dass ich zwei Handgelenke habe. Gut, kann ich mich da ins Testabenteuer stürzen. Aber das Ding fällt mir an dieser Stelle ein. Oh, guck mal, es ist sogar die Twilight-Farbe. Wie cool ist denn das? Das Ding hatte ich auch schon mal vorher ausgepackt, also weit bevor diese Dinger überhaupt auf den Markt kamen. Deswegen kann ich mir das Unboxing jetzt einfach sparen, wobei ich mich auch nicht mehr so an die Twilight-Farbe von den Mate 20... Oh, schön, schön, schön. Also ich finde das Twilight vom P20 schöner, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber haha, da fiel mir doch ein, ich habe noch kein englisches Unboxing gemacht, also gestern noch kurz eingeschoben. Sehr schön, und jetzt haben wir unser Gerät. Hier soll es jetzt aber ganz klar um die Einrichtung vom Mate 20 und den ersten Eindruck gehen. Ihr seht es, 3 Minuten in der Hand gehabt und die Fingerabdrücke auch auf der Twilight-Version sind schon deutlich sichtbar. Nummer 1, wir schnappen uns unser SIM-Karten-Tool, was bei dem Gerät auch beiliegt. Ihr könnt natürlich auch ein anderes benutzen, ich habe jetzt gerade keins hier, deswegen... Mal nach Ewigkeiten versuche ich jetzt hier wieder so ein SIM-Karten-Ding aus der Verpackung zu friemeln. Das ist nämlich immer so eine Sache. Ah, na gut, eine einfache Sache an dieser Stelle. SIM-Kartenschacht befindet sich auf der linken Seite und sieht mit, also optisch, das, also Kamera stelle ich mal bitte schnell scharf, das sieht optisch nicht ideal aus. Also es fällt schon auf. Also wer auch immer da für die lila Farbmischung zuständig war, der hat das an dieser Seite nicht ganz getroffen. So, wir sehen 2 Nano-SIM-Kartenschächte, beziehungsweise auch das Mate 20, das normale, unterstützt die NIM-Card, also diese Nano-Memory-Card, dieses Eigengewächs von Huawei, welche genauso groß ist wie eine Nano-SIM-Karte. SIM-Karte wieder rein, Chip nach unten, ihr habt es gesehen, An- und Ausschalter auf der rechten Seite. Der mit dem roten Hals, mit dem roten Halsband, das passt. Diesen Trailer kriege ich auch nie wieder aus dem Kopf. Naja, rote Taste, Huawei-Logo, powered by Android, erscheint. Und vielleicht sieht man das schon. Düm, düdel, düm. Da oben mit einer Tropfen-Notch. Es fallen direkt designmäßig 2 Sachen auf. Das normale Mate ist breiter als das Pro. Das liegt auch daran, dass wir keine abgerundeten Ecken haben oder keine abgerundeten Seiten haben, was einigen auch gefällt. Da muss man auch direkt sagen, dafür ist das Ding auch deutlich breiter. Für die Breite wirkt es jetzt so im ersten Eindruck bzw. im zweiten Eindruck nach über zwei Monate später breiter, ja, aber auch, ich will nicht sagen leichter, aber erstaunlich dünn und leicht für die Breite von dem Gerät mal wieder. So, und ganz klar an dieser Stelle, das ist ein Zweihandmodul. Meine SIM-Karte wurde erkannt. Erster Schritt ist jetzt, die Sprache auszuwählen. Deutsch, Deutschland. Oh, 59% Akkulaufzeit haben wir noch. So, willkommen, ist umgestellt. Den AGB einmal zustimmen. Okay. Jetzt direkt die Frage, möchte ich Daten importieren von einem Android-Gerät, iPhone oder aus der Huawei oder sogar aus dem Google Cloud Backup? Alles schöne Punkte, die das Leben einfacher machen. Ich sage aber, bitte weiter, denn ich will jetzt auch hier wissen, ne, neu eingerichtetes Gerät, 128 GB Speicherplatz. Wie viel steht da noch zur freien Verfügung? Ich könnte jetzt die WLAN-Einrichtung überspringen und die Datenverbindung meiner SIM-Karte nutzen. Aber ich meine, wenn ich hier gerade zu Hause bin und WLAN habe, dann nutzen wir das auch mal und verbinden uns mit dem WLAN. Dann bei Google anmelden, bedeutet mit eurer Google-E-Mail-Adresse und dem entsprechenden Passwort, den Google-AGB zustimmen. Und dann kriegen wir die Übersicht über die einzelnen Google-Dienste, die man individuell aktivieren oder deaktivieren kann. Ganz runterscrollen dann, einmal auf Akzeptieren. Und jetzt noch die Einrichtung von, naja, dem Google Assistant per Sprache, wenn man das denn nutzen möchte. So, damit ist das auch eingerichtet.
Jetzt kommt Huawei noch um die Ecke und fragt, ob ich auch Huawei-Dienste nutzen möchte, also deren Apps, deren Cloud, Designs, muss man nicht, kann man auch ganz gemütlich überspringen. Dann sagen die aber, Daten sichern in der Cloud, damit meinen sie natürlich ihre Cloud. Auch da wieder, ne, kann man, wenn man die Daten bei Huawei in der Cloud sichern möchte, ja oder nein. Jetzt nochmal der Hinweis, wenn du das nicht machst, dann geht das nicht. Und jetzt kommen wir zum Geräteschutz. Fingerabdruck-ID einrichten. Ja, bitte, denn Fingerabdruck möchte ich natürlich nutzen, so, aktivieren. Dafür brauchen wir erstmal eine Entsperrmethode, wenn das mit dem Finger nicht klappt. Kann man ändern. In vierstelliger PIN, benutzerdefinierter PIN, Muster oder Passwort. Ich entscheide mich hier wieder für meinen super sicheren vierstelligen PIN. Den dann nochmal bestätigen. So, Fingerabdruck auf der Rückseite, Finger drauflegen. Und jetzt einfach den Anweisungen folgen. Immer da, wo das rote Ding hier vorne aufleuchtet, den entsprechenden Abschnitt von eurem Finger möchte er dann scannen. Jedes Mal, wenn es dann vibriert, hochheben, senken und fertig. So, Fingerabdruck ist registriert. Als nächstes kann ich jetzt noch hingehen. Andere Option. Ach ja, den Face Unlock einrichten. Machen wir das auch noch. Ist zwar nicht so cool wie mit den Infrarot-Punktprojektoren. Wie da ist halt dieses normale Entsperren. Aber machen wir auch. Ich halte mein Gesicht in den Kreis. Ja, mein Gesicht wurde entsprechend erfolgreich identifiziert. Und jetzt noch die Frage, möchte ich hier verbesserten Service nutzen, indem ich Huawei wahrscheinlich anonymisierte Daten schicke? Beziehungsweise Services aktivieren? Ja, kann man jeder sich selber entscheiden, genau wie die Teilnahme an verbesserten Benutzerfreundlichkeit, ob man da Daten schicken möchte oder nicht. Worauf wir auch schon im Homescreen sind. Und dann der erste Blick, gehen wir in die Einstellung und gucken mal. Speicher. Ich habe 15,3 GB sind von 128 GB belegt. 1,15 GB von den Apps. Also, ja, eigentlich mag ich jetzt nicht nutzen. Also, ich meine, ich habe über 110 GB zur freien Verfügung. Das heißt, sage ich auch hier ganz klar, so eine zusätzliche NIM-Card braucht man sich nicht wirklich direkt dazu kaufen. Ich denke, diese 110 GB sollten für viele da draußen echt sowas von dicke ausreichen. Natürlich denke ich mir auch hier, ich verstehe, dass Huawei dieses NIM-Card Konzept in der Mate 20 Reihe voranbringt und es wäre auch ein bisschen, wobei ich sage, hier haben sie wirklich um jeden Zentimeter gekämpft, was den Speicherplatz, also was den Platz in dem Gerät angeht. Das, ich meine, mit dem Fingerabdrucksensor unterm Display, mit dem Reverse Wireless Charging, denn das hat hier drahtloses Laden auch, aber hat dieses Reverse nicht. Mit dem nochmal größeren Akku. Ne, das Ding ist so vollgepackt mit Technik, dass ich hier sage, ja, gebe ich euch, dass ihr um jeden Millimeter gekämpft habt. Deswegen auch die NIM-Card, um da 3 mm Plastik einzusparen. Ja, kaufe ich, also glaube ich, nehme ich euch wirklich ab. Aber dass man dann hier, wo man dann doch mehr Platz hat, ne? Ich meine auch, das Ding hätten sie vielleicht auch noch ein bisschen, also das ist bestimmt nicht bis auf den letzten Millimeter so vollgepackt wie das Pro. Da hätten sie eigentlich auch Micro-SD drin lassen können. Aber ich verstehe es, warum sie es als Hersteller nicht gemacht haben. So, haben wir das. Werfen wir einen Blick auf die Displayhelligkeit, Autoanpassung aus und maximal hellig. Schön. Da muss ich gerade sagen, auch von den Blickwinkeln, von den Farben, von der Helligkeit, da kommt hier gerade echt was raus. Also, ja, doch. Ich hole hier gerade die Reflexionen ein. Doch, ihr seht hier die Lampen. Ne? Schalten wir jetzt mal Autohelligkeit wieder aus. Pumps, ne? Das ist nochmal, der kann über die Helligkeit doch schon einiges kompensieren. So, entsperren wir die Kiste doch mal. Fingerabdruck. Bam. Ja gut, also so schnell kann ich das Gerät nicht. Ja, doch, guck mal, beim dritten Mal, da braucht er dann das. Ja, aber normalerweise, ich glaube, ne, man legt es drauf und ich muss mich echt beeilen, das Gerät dann rumzudrehen, um noch zu sehen, wie es entsperrt. Das hier ist ein 1A Fingerabdrucksensor. Ach ja, Software-Update ist auch schon verfügbar. Ja, mache ich gleich mal später. Ja, brauchst du jetzt nicht. Ach so, jetzt für, wenn ich es heute Nacht installieren möchte. Ja, mach das mal. So, für den Fall, bei den Einstellungen geht das ja jetzt nicht mehr so leicht wie früher. Oder es fehlt ja immer noch die Option, direkt bei der Einrichtung einen zweiten Fingerabdruck hinterlegen. Einstellungen, Sicherheit und Datenschutz, Fingerabdruck-ID und Fingerabdruckverwaltung. Einmal mit euren PIN-Mustern oder was ihr da als Sicherheitsmerkmal hinterlegt hattet. Und da könnt ihr dann noch einen neuen Fingerabdruck hinterlegen. So, das machen wir jetzt auch mal, weil gerade so das Ding wird man dann doch mit zwei Händen benutzen. Doch, das war jetzt aber eine schnelle Einrichtung. Gut, haben wir das auch. Machen wir noch die Entsperrung per Gesicht. Guckt mal hier,
Das war jetzt, ich habe mich leicht hinter der Kamera gedreht, deswegen halte ich es so schräg. 1a schnelle Gesichtserkennung, da kann man glaube ich jetzt noch hingehen und auch hier unter dem Punkt Sicherheit, Face Scan, ja, das auch nochmal entsperren. Zum Entsperren streichen, nein, direkte Entsperrung. Ne? Ist zwar dann so für den Fall, dass man es unabsichtlich entsperrt, wenn man nicht hochwischt, aber ist super, ich sag mal angenehm, weil, oh, das ist ja krass. Also ich guck mal ganz kurz, jetzt, ich bin jetzt rechts von dem Ding, jetzt gehe ich links rüber, zack, entsperrt. Das heißt, das Ding ist Gesichtsentsperrung, jetzt mal ohne Mist, das ist noch schneller als mit dem Fingerabdrucksensor. Das ist, boah, normalerweise, ich hab ja gerade erst das OnePlus 6T so dermaßen gelobt, deswegen. Oder, aber das hier ist, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Also Respekt an die Gesichtsentsperrgeschwindigkeit. Gut, haben wir das auch geklärt. Boah, also es ist, ich weiß, es ist nicht so sicher wie das Infrarot-Face-Unlock vom Pro. Aber trotzdem, wenn man diese Geschwindigkeit einmal hat, krass. So, also jetzt wollen wir aber noch gucken, was für Apps noch vorinstalliert sind. Einmal die klassischen Google-Apps. Dann Huaweis eigene Emotion UI Apps. Ja, okay, ganzes Zusatzding wie die Smart Control. Und das ist immer wieder was, was ich echt mag. Die Infrarot-Fernbedienung, gerade im Hotelzimmer. Radio ist mit dabei. Taschen, ja gut, den Rest braucht man nicht. Top-Apps sind, diesmal hat sich nur eBay eingekauft. Wo ist denn? Ach so, Booking ist gar nicht im Ordner drin. Weil ich wollte doch gerade sagen, das fehlte doch. Ne? Facebook ist auch drauf. Und das war's an vorinstallierten Apps. Also nicht wieder diese dutzenden Gameloft-Spiele, die man erstmal runterwerfen muss. Gut, so, das bedeutet, ich installiere erstmal Updates und stürze mich dann ins große Testvergnügen. Und wer weiß, vielleicht kommt dann noch ein größeres Testvergnügen. Zwinker, Zwinker, XX, Hinweis, Hinweis. Natürlich reizt mich auch das X von den Teilen. Aber das dauert nochmal was. Erstmal jetzt das Normale noch machen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, erster Eindruck, gefällt mir gerade ausgesprochen gut. Gut, ich habe mir jetzt nicht die Kamera großartig angeguckt, weil die kommt uns ja dann doch vom System ein bisschen bekannt vor. Wobei eine Sache wollte ich doch mal ganz kurz, ja, okay, so, Videomodus, Pro-Modus, Nachtmodus, okidoki. Nee, gut, da kümmere ich mich dann gleich noch drum. Aber erster Eindruck, auch beim normalen Mate 20, gefällt mir. Da bin ich jetzt auch, vor allem werde ich hier mal dieses breitere, unabgerundete Ecken, vielleicht wäre das dann doch das eher das Mate gewesen. Hm. Die Form ohne abgerundete Ecken mit noch größerem Akku. Ja, aber dazu kommen wir später. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss.